Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alaina Tarot. Mein Name ist Alaina. Heute möchte ich dir gerne diese Nachricht, die für dich ist, wieder mal mit auf den Weg geben. Als allererstes möchte ich euch wirklich sagen, Dankeschön für eure Likes, danke fürs Einschalten, danke, dass ihr meine Videos liked, dass ihr wirklich meine Nachrichten zu euren macht. Danke für eure Geduld, dass meine Stimme ein bisschen momentan angeschlagen ist. Wir haben hier in Mexiko einige Schwierigkeiten vom Klima her. Wir haben starke Sturmböen, danach haben wir wieder Sonne. Also wir haben echt ein Klima, was im Moment so ein bisschen im Wandel ist, was natürlich einen auch gesundheitlich ganz schön in Mitleidenschaft ziehen lässt. Nichtsdestotrotz lasse ich es mir nicht nehmen, dir jeden Tag diese Nachricht, die für dich ist, dir mit auf den Weg zu geben. Wir wollen mal schauen, was erwartet dich am heutigen Tag? Was ist die Botschaft, die dir heute wirklich nahegebracht werden soll? Wir haben heute wirklich nur eine Option. Ich habe mich für die eine Option nur entschlossen. Warum? Aus dem einfachen Grunde, weil ich lasse die Karten einfach sprechen. Ich lasse einfach zu, dass die Karten mir das sagen wollen, was sie möchten und nicht das, was ich gerne machen möchte. Also ich habe kein System, ich habe keine bestimmten Karten, die ich immer nutze, nein, sondern die Karten, die gerade sprechen wollen. Denk dran, ich mache das schon seit mein ganzes Leben lang. Ja, das heißt nicht, weil ich den Tarot-Kanal, meinen Kanal erst so spät ins Leben gerufen habe, dass ich keine Ahnung hätte von dem, was ich hier mache. Okay, ganz im Gegenteil. Ich bin stolz darauf, dass ich diese Berufung habe, dass ich jeden Tag wirklich anderen Menschen diese Freude, diese Nachricht mit auf den Weg geben darf und auch in den privaten Legungen jedes Mal eine Stütze sein darf. Denk dran, Leute, ich mache auch Tarot-Therapien. Ja, also ich habe viele Patienten, die wirklich 3 Monate lang alle 14 Tage eine Tarot-Therapie über 3 Stunden jeweils machen, wo wir wirklich Früchte tragen, was für dich spirituell und persönlich als eine richtig gute Basis ist, um dein Leben wieder in den Griff zu kriegen. Ja, und auch für private, normale Legungen hast du jeden Tag die Option, mir per WhatsApp zu schreiben, damit wir einfach mal schauen, was in deinem Leben los ist und wo ich dir helfen kann. Okay? Nichtsdestotrotz, Leute, wir hauen jetzt mal raus. Was haben wir hier? Wir haben hier wirklich Kommunikation. Einige von euch haben einfach ein richtiges Problem, sich zu kommunizieren. Alaina, ich kann sprechen. Ja, du kannst sprechen, aber du kannst dich nicht kommunizieren. Es gibt Leute, die einfach viel reden, aber nichts Anständiges aus ihrem Mund rausbringen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du wirklich als spiritueller Mensch stets ehrlich und aufrichtig sein sollst, dass du wirklich begreifst, was aus deinem Mund kommt, dass du die Worte, die du äußern möchtest, auch gut überlegst vorher, dass du dein Herz aus deinem Herzen heraus sprichst, dass du dein Herz sprechen lässt, ja, dass deine Mitmenschen die Resonanz der Wahrheit und des Vertrauens dir wirklich spüren können. Alaina, du hörst dich heute romantisch an. Es hat mit Romantizismus nichts zu tun. Es hat mit Ehrlichkeit zu tun. Ich kommuniziere mich klar und aufrichtig mit Gott und mit meinen Mitmenschen und mit mir selber. Das ist die positive Affirmation, die du heute wirklich tagtäglich dir sagen solltest. Am heutigen Tage 50.000 Millionen Mal und jeden Tag aufs Neue, so oft wie du möchtest. Ja? Ich kommuniziere mich klar und aufrichtig mit Gott und mit meinen Mitmenschen. Es ist eine Leichtigkeit, wirklich positive Worte zu wählen. Worte des Vertrauens, des Dankes, der Wertschätzung, der Anerkennung, der Freude. Auch mal Scherze zu machen, ja. Sich auf diese Energie der spielerischen Art und Weise wirklich Gehör zu finden oder Gehör schenken zu lassen, das ist ganz wichtig. Widme dir auch wirklich Zeit für dich. Aufmerksamkeit, ja. Versuche wirklich gute Sachen in deinem Leben zu verwirklichen. Es ist ganz egal, ob du gerade in einer schwierigen Situation bist. Leute, denk dran, es ist ganz egal, ob du gerade eine Trennung durchmachst. Es ist ganz egal, ob du gerade depressiv bist, weil dein Handy kaputt gegangen ist. Es ist ganz egal, so wie ich, dass ich ab und zu meine Internetschwierigkeiten habe. Es ist ganz egal, was für Probleme du im Leben gerade überwältigen musst. De facto ist das Wichtigste, ist, dass du diese Probleme angehst. Dass du Lösungen findest, ja, dass du über diesen Tellerrand endlich hinausschaust und nicht einfach nur dich damit zufrieden gibst, was du gerade lebst, sondern wirklich was dafür tust, um aus deinem Leben eine Vitalenergie neu zu gründen, dich gesunder zu fühlen, dich inspirierter zu fühlen, ja, dir wirklich Flügel zu geben. Flügel geben, um zu wachsen, um zu heilen und zu reifen. Ich habe hier von einer tollen Kundin, ja, einen tollen Satz gehabt. Warte mal, ich muss das jetzt mal eben wieder zusammenkriegen. Guck mal. Uppala, Entschuldigung. Guck mal, das wollte hier nicht raus, aus welchen Gründen auch immer. Okay, Wurzeln geben und Flügel. Wurzeln geben dir Sicherheit. Ja, und Flügel lassen dich wachsen, nach Hause zu kommen. Ganz lieben Gruß an Nahimana.
Ja, danke für diese tolle Aussage. Ich nehme mir auch viele Sachen von meinen Kunden auf. Warum? Weil ich einfach diese Erfahrung, die wir miteinander machen, ja, auch mit euch teilen möchte. Ich fand das ganz toll, weil in diesem Gespräch habe ich von meiner Kundin ja wirklich einiges gelernt. Wirklich gelernt, wie schön es ist, auch zu sehen, dass es viele Frauen gibt, die wirklich wahre Mütter sind, die noch Mutter mit Herz sind, dass egal was für innere Konflikte, egal was für innere Probleme du als Mutter, als Frau, als Mensch hast, ja, dass du trotzdem für deine Kinder, für deinen Partner, für deine Arbeit, für deine Freunde immer noch ein guter Mensch sein kannst, aufopfernd sein kannst, liebevoll sein kannst, ohne was im Gegenzug zu verlangen. Und Naimana ist eine von diesen Frauen, ja, ich darf sie ruhig beim Namen nennen, weil sie mir das nicht übel nehmen wird, ganz im Gegenteil, die mir wirklich in diesem Gespräch gezeigt hat, wie toll es ist, das, was ich jeden Tag mache, wie toll es ist, das, was ich als Mensch wirklich geleistet habe, wie wundervoll ich als Mutter auch bin, ja, dass ich diese Berufung, die ich habe und diesen Wert, den ich mir selber gebe, wirklich korrekt mache. Und wie schön es ist zu erkennen, dass es viele andere Frauen gibt, die wirklich durch Krisensituationen reifen und wachsen, auch Männer. Und das möchte ich dir auch wirklich mit auf den Weg geben, dass du als Mann auch wirklich nach vorne schreiten kannst. Ja, dass deine Beziehung zu dir selber du jeden Tag verbessern kannst. Dass du anfängst, wirklich ehrlich und offen zu reagieren. Dass du die Kommunikation, die du mit dir selber hast, nach außen bringen sollst. Dass der Ursprung aller Dinge die Kommunikation ist. Beten, bitten, meditieren, zuhören, klar und deutlich sprechen, dass der Sinn deiner Worte wirklich ankommt, dass der Sinn deiner Worte aus dem Herzen kommt, deine Gedanken, die positiv sind, ja, wirklich aus dem Herzen kommen. Lasse los. In dem Moment, wo du merkst, dass du nur Blödsinn redest, höre auf zu sprechen. In dem Moment, wo du merkst, dass die Leute dir ja nicht Gehör schenken, ja, und alles ist umsonst, höre auf zu reden. Suche nach dem richtigen Moment, nach den richtigen Zeichen, wirklich dir und anderen das zu geben, was du brauchst und was nötig ist. Eine friedliche Lösung kann sich immer und dann geben, wenn du die Bereitschaft hast, immer die beste Version von dir selber zu geben. Wenn du die Bereitschaft hast, wirklich zu erkennen, was für Fehler und was für Macken du hast. Wenn du wirklich die Bereitschaft hast, deine Worte zu überdenken und zu überprüfen. Finde die Zeichen, die in dir stecken. Deine Intuition, dein Gefühl, deine Warnsignale, ja, dieses Gebet zu Gott, dieses Bitten, diese positive Affirmation. Ich kommuniziere mich klar, aufrichtig mit Gott und mit meinen Mitmenschen. Ich bin bedingungslos mit mir in Liebe und Zuversicht und Vertrauen verbunden. Ich bin dankbar für alles das, was ich im Leben schon erreicht habe und noch erreichen werde. Ich finde immer eine friedliche Lösung für mich und für meine Mitmenschen, um in Kommunikation zu treten. Ja, eine friedliche Lösung heißt auch, wenn du Streit mit einem Nachbarn hast, ja, wenn es sich hier um Gerichtsprozesse geht, wenn es sich um Scheidungsprozesse geht, wenn es sich um Unterhaltsklagen geht, wenn es sich um Trennungen geht, egal worum es geht, in deiner Lebenssituation, denk dran, für eine private Legung schreibe mich an, ich helfe dir unheimlich gerne, eine Lösung zu finden. Ja, ganz, ganz wichtig, ihr habt alle mein WhatsApp, wann immer ihr wollt, schreibt mich an und alle, die ihr mich kennt und alle, die ihr immer private Legung mit mir bucht, auch meine Stammkunden, ja, meine Stammpatienten. Ich sende euch allen ganz, ganz lieben Grüße nach Österreich, Schweiz, Deutschland, Italien, Mexiko, Griechenland, Türkei, überhaupt wirklich an alle Gruß, ganz lieben Gruß an all meine türkisch sprechenden ja, Menschen, meine Mitmenschen, ja, also ich habe euch ganz doll lieb, alle auf dieser Welt, ja, aber ich habe gezielt wirklich auch Österreich und Schweiz und Deutschland, auch Spanien mittlerweile. Argentinien, ja, Brasilien, das ist unglaublich, woher ihr auch immer alle kommt, dass ihr wirklich meine Nachrichten so verinnerlicht. Ich finde das ganz, ganz toll und dass ihr immer wieder eine friedliche Lösung findet. Und ihr wisst alle, die ihr mit mir schon Kontakt hattet und auch private Legungen habtet, ja, dass ich wirklich immer versuche, euch das Beste mit auf den Weg zu geben. Knallhart, brutal, verdammt nochmal ehrlich, ob es dir passt oder nicht passt. Wenn dein Mann dir mit drei Frauen fremd geht und das Tarot mir das sagt, hau ich dir das raus. Wenn du vom Charakter her ein total grottenmieser Mensch bist, hau ich dir das raus. Ich werde dir niemals das Blaue vom Himmel erzählen, wenn es nicht der Wahrheit entspricht. Denk dran, im Tarot gibt es Zeiten, die man einhalten muss. Es gibt Zeiten, die sich verschieben. Wenn das, was ich dir sage, nicht immer sofort eintritt, ist, weil du deine Lernaufgabe noch nicht erreicht hast, weil sich etwas in deinem Leben noch nicht verwirklicht hat, weil das, was du kriegen musst, sich verzögert, okay? Weil das Komponent, die Komponenten in deinem Leben noch nicht dazu ausgerichtet sind, das zu erreichen, was du erreichen musst. Okay, deswegen alle, die mich kennt, ihr wisst, ich sage keine Zeiten bei Tarot. Und wenn ich Zeiten sage, wirklich nur total ungerne, aufgrund dessen, weil sich immer was verschieben kann. Ja, gehe einen Kompromiss mit dir selber ein. Wenn ihr mal gucken wollt, Leute, ich weiß nicht, ob ihr das seht,
Könnt ihr das so sehen? Hinter mir sind gerade Kaktusmänner am, nicht Kaktus, Kokosmänner, guck mal. Die fällen gerade Kokosse. Wir haben hier hinten Kokosbäume, also Palmen, ja, und die Kokosse sind schon reif. Und jetzt sind die Leute gerade dabei, die Männer, die Kokos, ja, die Kokosfrucht, ne? Also Kokosnuss, die Kokosnuss gerade zu fällen. Das ist gerade ganz witzig. Also lasst euch davon nicht abbringen, mir zuzuhören. Aber ich war gerade ein bisschen freudig gestimmt, weil ich fand das ganz toll, dass während wir hier gerade aufnehmen, wirklich hinter mir eine Bande von Menschen ist. Schaut mal. Ja, eine Bande von Menschen ist, die wirklich die Kokosse fällen. Okay, wir gehen in die Privatsphäre anderer Menschen. Das möchte ich natürlich auch nicht, ja? Bitte verzeiht. Also Leute, diese Nachricht, die heute für dich ist, Kommunikation. Hilfreiche Personen werden dir zur Seite stehen, wenn du dich nicht kommunizieren kannst. Hilfreiche Personen werden dir zur Seite stehen, um dir zuzuhören, um dir Gehör zu schenken. Sei es bei einem Gerichtsprozess, bei finanziellen Anträgen, ja, bei Unterhaltsklagen, bei Anträgen wegen Arbeitslosengeld, bei Problemen mit der Kommunikation mit deinen Kindern, mit deinen Mitmenschen, mit dir selber, worum auch immer es geht. Es werden dir Personen stetig zur Seite stehen, die dir immer wieder helfen. Ich habe eine ganz liebe Person, ja. Jenny, du weißt, ich habe dich ganz doll lieb. Wir haben eine extrem geile, starke Bindung aufgebaut oder am Aufbau. Wirklich ganz, ganz toll, wo wir immer in Kontakt sind, energetisch. Ja, und wir helfen uns mutuamente, das ist auf Spanisch, also still, ja, geben wir uns eine positive Energie, ohne was dafür zu verlangen. Also es ist ein Geben und ein Nehmen. Ja, ich grüße auch Mel, ganz, ganz, ganz lieb, ja, ich grüße meine beste Freundin, ganz, ganz lieb, ich grüße alle meine Freunde, ich grüße meine Kinder, ich grüße alle auf dieser Welt, weil gerade mein Herzenswunsch ist wirklich, allen einen Gruß auszurichten. Und das ist wichtig. Es ist wichtig, dass du dir ein Zeitlimit gibst, ja. Es ist wichtig, dass du auch wirklich nicht nur dir hilfreiche Personen zur Seite stellst, sondern dass du auch eine hilfreiche Person wirst. Ja, dass du lernst, Kompromisse einzugehen, dass du lernst, dich zu unterstützen, dass du lernst, dich zu verteidigen, dass du lernst, unwahrscheinliche Dinge wahrscheinlich zu machen, dass du lernst, aus dem Unmöglichen das Mögliche zu machen, dass du wirklich lernst, dass du die Zügel in der Hand hast, um dein Leben frei zu gestalten und frei zu dirigieren. Dass du wirklich begreifst, die Kommunikation, das Herz, die Seele, diese Inspiration, die Wahrheit, Meditation, Gebete, eine bessere Beziehung mit dir und mit Menschen, ja, eine vitalere Verbindung, eine gesündere Verbindung, wird dir wirklich den Erfolg bringen, den du brauchst. Klarheit, finanzielle Sicherheit, ja, Selbstvertrauen, emotionale Befreiung, ja, Liebe wird dich gütig stimmen. Also du kannst alles in deinem Leben so hindeichseln, wie du es möchtest, immer und dann, wenn du bereit bist, wirklich den ersten Schritt nach vorne zu gehen und auf deine Intuition zu hören, auf deine innere Stimme zu hören, die Liebe in dein Herz zu lassen und wirklich Frauenmut ist, nach vorne zu schreiten und zu sagen, yes, well. Ich zögere keinen weiteren Moment mehr, um meinem Herz die Antwort zu geben, die es schon kennt. Um mir die Antwort von meinem Herzen zuteil werden zu lassen, die mein Herz schon kennt. Ja? Egal in welche himmlische Empfindung du gerade bist. Egal was du gerade empfindest, höre auf die göttliche Quelle in dir und folge dem Ruf deines Herzens. Es ist wichtig, dass du dem Herz deines Rufes, den Ruf deines Herzens folgst. Leute, ich lasse mich gerade ein bisschen ablenken von den Kokosmännern hinter mir. Ja, deswegen möchte ich gerne dieses Video hiermit beenden. Diese Nachricht, die für dich ist, wird morgen wieder ganz, 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 ganz harmonisch ablaufen. Mit Action, mit Harmonie, aber zum gewohnten Rhythmus wie immer. Nur heute haben die Kokosmännchen, ich weiß nicht, ob ihr die noch sehen könnt, ja, wirklich die Zügel in der Hand und machen hier gerade eine unbändige Geräuschkulisse, die mich echt daran hindert, mich zu konzentrieren. Und ich möchte wirklich meine Arbeit, meine Berufung, meine Information, die ich dir gebe, wirklich so, so gewissenhaft und so super gut wie möglich geben. Und wie gesagt, dadurch, dass die Leute da hinten so einen Krach machen, ist es mir gerade nicht möglich, weiter zu sprechen. Und ich muss natürlich auch meine Stimme schonen. Also dieses Video beende ich hier an dieser Stelle. Ganz lieben Dank fürs Einschalten. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Danke für dein Like. Danke, dass du die Kanäle, die ich auch hier in meinem Kanal anbiete, also sprich diesen jungen Mann, den ich hier gerne unterstützen möchte, ja, mit seinem Kanal, auch mal reinschaust und auch wirklich mal guckst, ob es was für dich ist. Ja, es ist ein PlayStation-Kanal, es ist wieder was ganz anderes, das, was ich mache, aber ich habe mich dazu entschlossen, wirklich alle zu unterstützen, die ich kann. Ja, wenn ihr meine Hilfe braucht, fragt mich einfach, sprecht mich an und wenn ich deinen Kanal auch bei YouTube mit unterstützen kann, werde ich das natürlich sehr, sehr gerne machen. Andersrum, schreib mich an für eine private Legung und ich helfe dir wirklich gerne, dein Leben wieder auf die Kappe zu kriegen. Ganz lieben Dank, ich freue mich, dir morgen wieder die Nachricht, die für dich ist, mit auf den Weg geben zu dürfen. Dankeschön, bis dahin, bye!